Sein letztes Spiel für Kirei. Und jetzt sagt er Tschüss, Servus, Goodbye zu allen Mitspielern. Ja, das war schöne Zeiten, diese 7 Jahre in Berlin zu sein. Und ja, dieses Abschiedsspiel war auch toll. Ich war eingewechselt, letzte 13 Minuten. Und wie gesagt, mein erstes Spiel für Hertha BSC war gegen Köln. Und letztes Spiel auch war gegen Köln. Auch beides Spiel war zu Hause. Beides Mal 3 Punkte geholt. Und das war ein tolles Erlebnis. Hallo, mein Name ist Gábor Kirei. Ich war von 1997 bis 2004 bei Hertha BSC. Der Mann, der die Schlabberhose bundesweit berühmt gemacht hat, Gábor Kirei. Ich habe vom ersten Tag vom Hertha BSC alles mitgenommen und war ewig, liegt in meinem Herz. Gut, in erster Linie natürlich unsere Schlabberhose. Ich glaube, da erinnert sich jeder dran. Und jedes Mal eine Jogginghose angezogen bei, keine Ahnung, gefühlten 35 Grad auf dem Platz. Man hat sein Talent gesehen und seine positive Verrücktheit. Also man hat schon im Trainingsspiel gesehen, dann ist er rausgelaufen, hatte eine unheimlich tolle Ausstrahlung. Tor, was ein Ding! Und Kirei ist im richtigen Eck. Als Torhüter muss man, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, muss man auch einen an der Klatsche haben. Gábor hatte sehr viel an der Klatsche. Aber war ein überragender Mensch und wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter. Aber Gábor war einfach ein Verrückter, muss man sagen. Und als Torwart, wie gesagt, also ich habe wirklich mit tollen Torhütern gespielt. Und Gábor gehört für mich auf eine Stufe mit Uli Stein. Ja, was er für ein verrückter Hund war. Also wie gesagt, Gábor hat im Training manchmal die Bälle abgefangen und dann wollte er unbedingt immer, bevor er zum Mitspieler den Ball werfen wollte, hat er den an die Latte geschmissen und dann kam dann zurück dann zum Mitspieler. Ey, das hat er im Training so oft gemacht, wirklich. Der hat sich umgedreht, oben an die Latte und wenn ich da hinten stand, dann hat er den, also vom Winkel an die Latte und dann zu mir. Der ist aber auch angekommen. Ein ungarischer Torwart, Peter Hegedűs, er hatte einmal gemacht diese Latteabwurf im Spiel und sofort kommt die nächste Frage, will ich das machen? Und habe ich gesagt, ich kann das machen im Training. Aber im Spiel, das möchte ich nicht. Diese 7 Jahre sind so schnell gegangen, aber trotzdem ist so viele schöne Erinnerungen gehabt. Und deswegen macht mich stolz, Hertha BSC Stück von Geschichte zu sein.